jetzt mal zu was ganz anderem. Weil wir haben ja auch ein bisschen so einen therapeutischen Auftrag, ne? Es ist ja nicht jeder mal eben so einfach so lustig. Das geht ja auch gar nicht, weil manche Leute müssen sich ja auch zum Karneval zwingen. Es gibt sogar Leute, die kriegen das Auftreten hier auf der Bühne auf Rezept von ihrem Therapeuten. Ja, und deswegen bitte ich jetzt für euer wärmstes Mitgefühl, für einen Menschen, für den Frohsinn im Prinzip die letzte Hoffnung auf ein kleines Stückchen Glück sein könnte, wenn ihr ihn stützt, wenn ihr ihm endlich mal zuhört, dass er endlich darüber reden kann. Bühne frei für Öt Depressivje. Alles vorbei. Ich spüre von Treue, sie brechen in zwei. Mein Name ist Heinz. Na, so schlimm ist das auch nicht. Ich bin nicht freiwillig hier. Mein Therapeut hat mich gezwungen, hier aufzutreten. Er meint wegen dem Charisma. Charisma? Wo habe ich mir das denn schon wieder geholt? Ach ja, ach nee, ich hab ja nie Glück, noch nicht mal mit Glückskeksen. Neulich, Stimmung. Ich hab schon mal angefangen, Tom Wingo. Neulich hab ich ein 100er-Pack Glückskekse beim Arte-Themenabend Selbstmord gefuttert. Danach hatte ich 3 Wochen lang einen Zelluloseklumpen im Bauch. Weil mir niemand gesagt hatte, dass man die Zettel rausnehmen muss. Das sagt einem ja niemand. Meine Frau Roswitha, die sagt, geh doch mal vor die Türe, lern Leute kennen. Lass deinen Charme spielen. Du bist doch eine depressive Stimmungskanone. Ja, hier bin ich. Kennt ihr den? Ich beim Arzt. Der verschreibt mir Zäpfchen gegen die Traurigkeit. Als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich vergessen, wie ich sie einnehmen muss. Frag ich meine Frau Roswitha, wie muss ich die Zäpfchen denn einnehmen? Sagt die, weiß ich auch nicht. Ruf doch mal den Arzt an. Hab ich den Arzt angerufen und gefragt, wie muss ich die Zäpfchen denn einnehmen? Sagt der, die müssen sie rektal einführen. Ach so, sag ich. Frag ich meine Frau Roswitha, was ist denn rektal? Da sagt die, weiß ich auch nicht. Da musste mal den Arzt anrufen. Ruf ich den Arzt an, frag ich den, wie muss ich die Zäpfchen denn einnehmen?
sagt der, Sie müssen die Anal einführen. Ach so, sag ich. Frag ich meine Frau Roswitha, was ist denn Anal? Sagt die, weiß ich auch nicht. Ruf doch mal den Arzt an. Hab ich den Arzt angerufen, sagt der, Sie müssen sich die Zäpfchen in den Arsch schieben. Ups, sag ich zu meiner Frau, jetzt ist er sauer. Stimmung! Neulich habe ich eine Mutprüfung gemacht. Ich fühlte mich stellenweise charismatisch. Bin ich in die Kneipe gegangen und nicht wie immer ganz nach hinten in die letzte Ecke am Klo, sondern ich bin ganz vorne stehen geblieben an der Theke und habe mit lauter, fester Stimme gesagt, ich hätte gern ein Mineralwasser ohne Kohlensäure und ohne Zitrone. Sagt der Kellner für mich, mit Eis. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das hat mich um 3 Analysen zurückgeworfen. Ja, Stimmung. Kennen Sie eigentlich den? Ich beim Arzt, Augenarzt, sagt der, lesen Sie mal die Zahlen. Ich sag, welche Zahlen? Na, die auf der Tafel stehen. Welche Tafel? Na, die Tafel an der Wand. Welche Wand denn? Sagt der Augenarzt zu mir. Mein lieber Mann, Sie brauchen keine Brille, Sie brauchen einen blinden Hund. Da sag ich, mein Gott, was soll ich denn in meiner Situation mit einem blinden Hund? Das war ein Brüller. Witz des Tages im Express. Stimmung! Ich hab ja Probleme mit dem Sex. Wenn ich oben liege, krieg ich Höhenangst. Wenn ich unten liege, krieg ich Platzangst. Und wenn ich auf der Seite liege, krieg ich vom Fernsehen nichts mit. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Stimmung! Depressive Jonathan Brief. Auf diese Stimmungskanone ein Dreifach. Kölle. Depressive Jonathan Brief. Ja.